Guten Tag, herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Schwarzkopf von optionsuniversum.de und heute möchte ich einmal auf ein paar Besonderheiten beim Settlement von Indexoptionen auf amerikanische Aktienindizes hinweisen. Wenn Sie regelmäßig Indexoptionen auf amerikanische Aktienindizes, also sowas wie Dow Jones, Nasdaq, Russell, S&P handeln, dann wissen Sie vermutlich, dass es dort einige Besonderheiten gibt bei den regulären Optionen, die immer am Handelstag nach dem dritten Donnerstag in einem Monat fällig werden. In der Regel ist es natürlich der Freitag, außer der fällt mal auf einen Feiertag, wie zum Beispiel bei Karfreitag kann das passieren. Dann verschiebt sich das Ganze nach vorne, dann wird aus dem Freitag der Donnerstag der Verfalltag. Ja, also das ist die grundsätzliche Regel, wann die fällig werden. Und jetzt kommt schon die erste Besonderheit, das werden die meisten von Ihnen vielleicht auch noch wissen. Es ist so, dass der letzte Handelstag und die Fälligkeit auseinanderfallen, was ungewöhnlich ist bei Optionen. Normalerweise ist es so, dass Optionen zu einem bestimmten Zeitpunkt fällig werden und bis zu diesem Zeitpunkt unmittelbar davor, eine Sekunde davor, kann man sie auch handeln. Also letzter Handelstag und Fälligkeit ist der gleiche Tag. Das ist in meinen Augen der Normalfall. Bei diesen Indexoptionen ist es anders, es fällt auseinander. Der letzte Handelstag ist in der Regel der Donnerstag und die Fälligkeit ist am Freitag. Ja? Das heißt, Sie können bis Donnerstag unserer Zeit 22:15 Uhr diese Indexoptionen handeln, aber der Settlementpreis wird erst am Freitag festgestellt. Ja? So, und jetzt geht es weiter mit den Besonderheiten. Der Settlementpreis hat nichts mit irgendeinem Indexstand zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt am Freitag zu tun. Ich möchte Ihnen das anhand eines konkreten Beispiels, was jetzt in der jüngsten Vergangenheit aufgetreten ist, mal zeigen. Ja? Wir gucken mal hier auf den Bildschirm und hier dieser letzte Abschnitt, den Sie hier sehen, ist ein 5-Minuten-Chart vom 15. Juli 2022. Der 15. Juli 2022 war ein Freitag und dort sind die Juli-Optionen auf diese Aktienindizes tatsächlich abgerechnet worden zum Settlementpreis. Und jetzt sehen wir, dass die Eröffnung war relativ positiv gegenüber dem Vortag jedenfalls. Wir hatten hier die erste Kerze, die geht hier hoch bis 1737 und ist auch grün und danach ging es dann runter und dann erholte sich im Laufe des Tages der Markt wieder und schloss hier so auf einem Niveau von 1742 ungefähr. Ja, so weit, so gut. Wenn wir jetzt mal blicken auf die Seite der CBOE, wo die Index-Settlement-Preise aufgelistet sind, dann sehen wir, wenn wir zum Russell 2000 gehen, wo haben wir ihn? Russell 1000, hier ganz unten, Russell 2000, dass der Settlement-Preis bei 1739,34 war. 1739. Ich gehe zurück in den Chart und mache mal Folgendes, damit wir es einfacher haben. Ich zeichne mal bei 1739 eine horizontale Linie ein. Da, Edit Chart, Add Horizontal Trend Line, 1739. So, und jetzt sehen wir Folgendes. Der Markt hat eröffnet, läuft nach oben, aber diese 1739 werden gar nicht erreicht und sie werden auch, wie gesagt, das ist ein 5-Minuten-Chart, sie werden auch in den nächsten Stunden nicht erreicht. Erst um 18.15 Uhr, also knappe 3 Stunden nach der Börseneröffnung, wird dieser das Niveau des Settlement-Preises erreicht. So, wenn Sie jetzt aber sich angucken, wie der Settlement-Preis zustande kommt, dann steht da,
Es wird Folgendes gemacht, es wird darauf gewartet, dass alle Aktien, die in diesem Index zusammengefasst sind, ja, also ein paar tausend, ihren Eröffnungspreis haben. Und dann wird der Settlementpreis gerechnet. So, jetzt ist es aber nicht so, dass gesagt wird, okay, wir warten auf die letzte Aktie, dass die ihren Eröffnungskurs hat, dass die das allererste Mal an diesem Tag gehandelt wird. Und wenn das um 15.45 Uhr ist oder um 16 Uhr oder um 16.15 Uhr, dann nehmen wir diesen Zeitpunkt, gucken auf den Markt, wo ist der gerade und legen das als Settlementpreis fest. Nein, so ist es nicht. Der Settlementpreis ist ein völlig künstlicher Preis, der mit dem Indexstand an diesem Tag natürlich in irgendeiner Weise korreliert, aber nicht unbedingt damit was zu tun haben muss. Warum? Weil der Settlementpreis wie folgt berechnet wird. Wir nehmen die Eröffnungskurse aller Aktien, egal ob der Eröffnungskurs um 15.30 Uhr und eine Sekunde ist oder um 16.15 Uhr. In der Regel dauert es tatsächlich so eine halbe, dreiviertel Stunde, bis alle Aktien, die in dem Index zusammengefasst sind, hier beim Russell 2000 jedenfalls, ihren Eröffnungskurs tatsächlich auch hatten. Ja? So. Und dann ist der Settlement-Preis einfach nur der Durchschnitt aus diesen Eröffnungskursen. Und Sie ahnen schon, worauf das hinausläuft. Es kann nämlich passieren, wir gucken noch einmal auf den Chart, es kann nämlich passieren, dass hier in den ersten 5 Minuten, sagen wir mal, ein paar hundert Aktien ihre Eröffnungskurse haben. Und wenn man diese Aktien zugrunde legt, dann würde natürlich auch irgendwo hier ein Settlementpreis von 1730 oder irgendwas in dieser Größenordnung kommen. Aber es kann doch nur Folgendes passieren. Die Eröffnungskurse der Aktien kommen zu völlig unterschiedlichen Zeitpunkten. Der Markt, der Gesamtmarkt ist dann ein bisschen höher oder tiefer. Es mag auch sein, dass einzelne Aktien, obwohl der Gesamtmarkt schon runtergeht, trotzdem noch höher eröffnen und so weiter und so fort. Und so kommt es zustande, dass obwohl hier in den ersten zwei, drei Viertel Stunden das Niveau von dem Settlementpreis nie erreicht worden ist, dass der Settlementpreis trotzdem dort ist. Ja? Das macht ihn so verdammt unberechenbar. Ja? Man kann also nicht auf den Markt gucken und sagen, naja, um 16 Uhr oder 16.15 Uhr war er zwischen 1700 und 1710, dann wird der Settlementpreis dort auch so sein. Nein, das lässt sich, das trifft öfters mal zu, aber das ist ein schönes Beispiel, es muss nicht zutreffen. Und diese Abweichung, die wir hier sehen, also wenn wir gucken, wo war denn der Markt so gegen 16 Uhr, 16.15 Uhr, dann sehen wir ungefähr hier auf dem Niveau von 1715, 1720. Und die Differenz zum Settlementpreis sind ja immerhin 20, 25 Punkte oder so. Der Settlementpreis war 25 Punkte höher. Diese Differenz kann im Extremfall noch viel größer werden. Haben wir alles schon erlebt. Das heißt, und jetzt komme ich zu dem Fazit sozusagen. Unsere Empfehlung ist ja, diese Optionen, die diesem Prozedere mit dem Settlement unterliegen, spätestens einen Tag vorher am letzten Handelstag zu schließen. Ja? Und wenn Sie das nicht machen, auch ich mache es nicht mit allen Optionen, dann muss man zumindest um diese Gefahr wissen, dass der Settlementpreis sonst wo liegen kann. Der kann natürlich jetzt nicht bei 1900 oder 1500 sein, das wäre wieder zu viel Abweichung, aber ich muss schon damit leben können, dass es eine gewisse Schwankung um den tatsächlichen Indexstand geben kann. Ja. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen weitergeholfen bei Ihrem Trading. Wenn ja, bitte dann liken und folgen Sie uns doch auf den sozialen Medien. Twitter, YouTube, LinkedIn, Facebook. Wir würden uns freuen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Christian Schwarzkopf.